Regelmäßige Maniküre ist für die meisten von uns selbstverständlich. Aber was ist eigentlich mit unseren Nutztieren? Wir fragen nach bei Milchbauer Elias Einkammerer. Klauenpflege bei Milchkühen, ist das Kosmetik oder ein Beitrag zum Tierwohl? Ja, das kann man sich genauso vorstellen wie bei den Menschen auch. Also unsere Fingernägel wachsen ja auch. Und genauso ist es bei den Kühen auch, bei den Klauen, die wachsen. Und die Kühe, die Klauen muss man dann ein bisschen zuschneiden immer wieder, so zweimal im Jahr. Das ist ganz wesentlich, weil die Kuh ist ja, läuft auf ihre vier Haxen und das ist ganz wichtig, dass die da gut steht, dass sie einfach gesund ist. Klauenpflege ist aufwendig und für den Landwirt selbst kaum zu schaffen. Darum arbeitet Elias Einkammerer mit einem professionellen Klauenpfleger zusammen. Der Klauenpfleger, der macht das jeden Tag. Der hat dafür Erfahrung, der weiß genau, wie er hingelangen muss. Der hat selber seinen Klauenpflegestand dabei, ist in dem Fall ein Hebestand. Und der wiegt satte 1,2 Tonnen und steckt voller moderner Technik. Die hat natürlich auch ihren Preis. Rund 45.000 Euro kostet das gute Stück. Und was sagt die Kuh dazu? Also die Kühe haben schon ein wenig Stress, aber danach laufen sie einfach wieder super Ski. Der Hebestand macht die Klauenpflege für Mensch und Tier deutlich leichter und hebt die Kuh auf eine optimale Arbeitshöhe. Und durch die Gurte steht sie stabil und kann nicht kippen. Um 50 Kühe zu behandeln, braucht der Klauenpfleger einen ganzen Tag. Die Arbeit ist nicht nur körperlich anstrengend, der Profi muss auch genau hinsehen, um Fehlstellungen zu erkennen. Da haben wir zum Beispiel eine Kuh, die läuft den Außenklaue schief ab. Die hat ein bisschen Fehlstellung. Und da müssen wir jetzt schauen, dass wir das wieder eben hinbringen. Dann muss das wieder passen. Bis zum nächsten Mal. Klauenpflege kostet Zeit und Geld, doch die Investition lohnt sich. Durch die regelmäßige Pflege lassen sich viele orthopädische Probleme vermeiden. Elias Einkammerer liebt seine Arbeit als Milchbauer, denn auch wenn die nicht immer einfach ist, mehr Abwechslung geht kaum. Du hast deinen eigenen Bestand, du bist dein eigener Chef. Du kannst deine Kühe rausgehen, stehst zwischen Stall durch, sagst, alle geht's gut. Du lebst mit der Natur, du arbeitest mit Technik. Und das ist die Vielfalt von dem, was du in deinem Beruf schon machst, einfach die Schiene. Fazit: Geht's den Kühen gut, geht's auch den Bauern gut. Und das mit dem Gutgehen kann man in diesem Fall ruhig wörtlich nehmen.